Hallo und herzlich willkommen zu der allerletzten Folge Wolf und Würfelig vor dem Weltuntergang. Ja, ich habe jetzt endlich mal wieder den Shader Mod reingehauen und ich hoffe natürlich nicht, dass es die letzte Folge ist, aber ich benenne sie jetzt einfach mal so aus Spaßeshalber. Und ja, ist ganz interessant, dass jetzt gerade wieder der Shader Mod etwas langsamer läuft als heute Morgen, weil es liegt jetzt nicht an der Aufnahme oder so, sondern vorhin war der auch allgemein wesentlich flüssiger. Ich stelle mal auf morgen. Das heißt, das sollte der Mond sein. Und da drüben ist die Sonne. Gefällt mir, wie gesagt, in dem Teveran Texture Pack nicht so gut, wobei sie jetzt so mit dem Shader Mod doch recht nice ist. Wir haben immer noch nicht dieses scheiß Dach hier fertig, beziehungsweise ich, weil ich zu faul bin, das zu machen. Ist total klasse. Freut euch bestimmt auch. Ja, seht ihr hier dieses, wenn ich jetzt nach unten gehe oder nach oben gehe, wie das dann hier so verzieht? Das war vorhin nicht. Mit dem Shader-Mod. Ist irgendwie scheiße, ist irgendwie beschiss. Naja. Ich möchte mich jetzt nicht aufregen. Ich spiele einfach mal ganz ruhig so hier vor mich hin. Na? Wählen wir einfach mal hier zwei Punkte aus. Und dann mache ich das mal gerade kurz mit World Edit hier mal das Dach ein bisschen. So. Und ich glaube, ich mache, pass auf, ich mache jetzt einfach was ganz Simples. Ich gehe jetzt daher und sage jetzt so, ne? So, jetzt hat es ausgewählt. Und dann kopiere ich das. Copy. Paste. Und Paste. Boah, bin ich geschickt. Hier oben auch. So. Damit dieses Dach mal langsam Form annimmt. So. Und die nächsten Teile sind dann natürlich höher. Ja, ich habe ja hier allgemein, kann ich ja hier kein ganz normales Dach hin tun und ich komme immer wieder in diese andere Ansicht. So, ich nehme jetzt einfach mal hier die Blöcke hin. So, man könnte ja ein bisschen über den Weltuntergang plaudern. Ich habe heute Morgen, war ich beim Döner des Vertrauens, beziehungsweise, also ich war einfach beim Dönerladen halt und da haben die halt immer NTV laufen, was natürlich auch Teil der RTL-Gruppe ist, insofern verwundert es kaum, dass die Nachrichten da sich ausschließlich um den Weltuntergang gedreht haben. Und ja, ist wirklich so gewesen und das finde ich jetzt wirklich ein bisschen albern, weil dann auch, ja gut, dann haben sie natürlich auch über ernste Themen berichtet, zum Beispiel, dass sich so eine Sektengruppe irgendwo in Afrika halt das Leben genommen hat, samt Kinder, samt Frauen, samt halt allem, weil die Welt untergeht und ja, dann bringt man sich vorher um, was auch voll keinen Sinn macht. Ich persönlich würde dann den Weltuntergang abwarten und dann mir überlegen, wenn ich halt sterbe, dann sterbe ich und wenn der Weltuntergang nichts ist, dann sterbe ich nicht, aber da würde ich mich nicht vorher umbringen. Das ist doch echt, ja, ich weiß auch nicht, was den ins Hirn geschissen hat. Ach ja, ich wollte erstmal gucken, wie ich das hier machen wollte, wie ich das dann auf der anderen Seite habe. Es sollte kein allzu hohes Dach sein, damit ich das dann, das geht ja dann da wieder so runter. Ich mag das hier am Design so nicht so, dass ich hier so zwei Nebendächer brauche. Aber anders geht es momentan leider nicht. So. Und im Hintergrund hört ihr wieder schöne Marc Teichert Musik. Die hatte ich auch schon im Let's Show drin. Ich hoffe, das Let's Show kommt jetzt davor raus. Und ja, beim Let's Show, da habe ich eher ruhiger geredet, das habt ihr vielleicht gemerkt. Weil er mich auch darum gebeten hatte, etwas ruhiger zu reden. Also man gewöhnt sich eben als YouTuber so einen gewissen Stil an. Wenn man halt etwas Erfahrung hat, dann kommt die Begrüßung eben mit der Zeit mit mehr, ich sag mal, Wucht. Also dann so, hallo und herzlich willkommen und dann, ja, dann
Das ist alles eben vielleicht für einen Nicht-YouTuber etwas unangenehm, da dabei zu sein, wenn man dann so begrüßt. Und deswegen, und es ist auch für mich irgendwie unangenehm, vor Leuten, die nicht YouTuber sind, zu begrüßen. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, warum ich da Hemmung habe, aber wenn jetzt irgendjemand in der Aufnahme ist, der kein erfahrener YouTuber ist, den ich nicht schaue oder so, dann, oder der noch neben mir sitzt, dann, ich schaffe es einfach nicht zu begrüßen. Oder wenn meine Mutter zum Beispiel da ist, dann kann ich das auch nicht. Und deswegen sind dann die Aufnahmen halt tendenziell auch etwas schlechter. Aber das betrifft jetzt wirklich nur die Aufnahmen, wo Leute dabei sind, die ich so privat kenne. Und den kenne ich eben privat, deswegen. Ja. So. Und dann ist da ein Dach. Vielleicht tut man dann da auch nochmal irgendwas hin. Ich weiß es nicht, da oben fehlt ja auch noch was. Ach Gott, das wird ja alles. Ich weiß auch nicht, dass ich das hier einfach nicht fertig gebaut kriege. Ihr müsst mal dann das Special anschauen, was ich jetzt machen werde, da für die Apokalypse morgen. Das habe ich in wesentlich kürzerer Zeit gebaut. Also dieses YouTube lenkt ohne Ende ab. Ist kaum zu glauben, aber ich kann. Es ist echt schwer dann aufzunehmen. Ich überlege, ob ich hier so einen Giebel hin tue und dann das hier wie so Kapellen daneben dran habe. Ich habe die jetzt verschieden hoch, das soll so sein. Ich bin kein Typ der Symmetrie. Wobei manche Sachen auch punktsymmetrisch gebaut werden bei mir. Aber ich persönlich mag Punktsymmetrie lieber als Achsensymmetrie, weil das bedeutet dann halt, dass das Ganze irgendwie mehr Dynamik bekommt. Das hat dann mehr dieses geschwungenen Linien und die geschwungenen Linien gehen dann alle in dieselbe Richtung, wenn es punktsymmetrisch ist. Und bei Achsensymmetrie geht es dann ineinander und dann löst das so ein bisschen diese geschwungenen Linien auf. Und ja, egal. Ich kann ja mal ein bisschen plaudern und zwar kriege ich an Weihnachten vermutlich Premiere Pro After Effects und Photoshop von meinen Eltern. Und ja, dann hoffe ich, dass ich etwas mehr Qualität in das Rendering reinbringen kann und ja, mal schauen. Indem ich dann zum Beispiel mit After Effects irgendwelche Sachen reinbauen kann. Leider ist der 21.12. davor, deswegen ja, das Video morgen, das wird noch nicht vor Qualität strotzen jetzt. Ich gebe mir zwar Mühe, aber ich habe immer noch nicht das Video gemacht. Ich habe es erst gebaut. Ach, scheiße. Das kann heute noch was werden. Man darf ja auch nicht unterschätzen, dass man dann irgendwie in den Ferien schulische Aktivitäten zu erledigen hat, was auch ganz klasse ist. Ja. So. Wenn ihr auf jeden Fall das Special morgen bei euch gut ankommt, dann werde ich wahrscheinlich auch bei den nächsten Apokalypsen, die so da sein werden, auch solche Videos machen. Ich glaube, die nächste ist 2013 schon wieder. Allerdings hat irgendwie diese Maya-Dings etwas mehr Dynamik entwickelt. Ich wollte mal gerade gucken, ob das Wasser so auf und ab geht. Ich habe nämlich das Texture Pack von. Warte, das kann ich mal kurz. Ja, genau. Texture Packs. Von Honeyball MK Shader heruntergeladen. Und bedauerlicherweise funktioniert das aber nicht mit dieser Version des GLSL. Und. Ja, deswegen baue ich jetzt hier wieder im Teveran. Wobei ich gar nicht, glaube ich, die Erlaubnis habe, im Teveran aufzunehmen. Insofern, ja, sollte ich vielleicht mal irgendwann mich mal informieren, wie ich das kriege, das richtig. Weil die haben das ja eigentlich nur für Leute vom Server und ja, ich habe es halt so gekriegt, aber es passt halt so schön. Ich sag einfach, es ist DokuCraft. Das ist DokuCraft. Ja. Gut. Habe ich jetzt schon wieder ein Thema angefangen, was ich nicht weitergeführt habe? Kann sein. Ich bin ja da immer so ein bisschen verpeilt. Habe ich aber, glaube ich, jetzt nicht. Also baue ich hier einfach mal ganz geruhsam am Dach weiter. Ich habe einen Themenvorschlag bekommen, der allerdings so ein bisschen. Da weiß ich auch nicht genau, was ich dazu sagen soll. Also. Der Themenvorschlag war griechische Mythologie und zur griechischen Mythologie könnte ich jetzt echt viel erzählen,
noch deutlich über diese Folge hinaus, denke ich. Mach keinen Scheiß. Minecraft. Mach das. Toll. Warum funktioniert der Shader nicht richtig? Ist voll doof. Und dann immer dieser Schattenkreis, guck dich das an. Wie der Schatten sich über die Welt legt. Und da sagen dann manche Leute, es gäbe keine Kreise in Minecraft, ja? Guckt euch das an. Wenn das kein Kreis ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, irgendwo war ich gerade, ach ja, griechische Mythologie ist kein Thema, was man so ausdiskutieren kann. Sondern das sind ja pure Fakten. Und, ja, was soll ich denn da bloß zu sagen? Also ich würde gerne was zu sagen. Und man kann so nicht so richtig gut drüber diskutieren. So auch, oder halt, ich könnte jetzt irgendwelche Geschichten erzählen, aber die passen jetzt gerade thematisch nicht hier so rein. Das kann ich ja irgendwann mal machen. So. Oh je. In der Aufnahme kommt immer die Müdigkeit über mich und es wird schon wieder Nacht. Das wollen wir natürlich nicht. Und am besten toggle ich auch gleich den Down voll. So.